Ja? Wie ich hörte, sollen Kreaturen den Warentransport gefährden. Ja, ich nehme an, ihr fragt nicht aus reiner Neugier. Ich hatte gehofft, dass jemand für ihre Beseitigung zahlen würde. Ich vielleicht. Der Landungssteg im Sumpf ist wichtig für meine Geschäfte. Wegen dieser Kreaturen musste ich Einbußen hinnehmen. Wie sehen die Bestien aus? Es sind Ertrunkene. Sie kommen nachts raus, zerstören Waren und ermorden Träger. Ich würde 400 Orens zahlen, um sie loszuwerden. Mit dem größten Vergnügen. Oh ja. Reden wir. Ja? Wie laufen die Geschäfte? Glaubt ihr, ich verkaufe Runkelrüben? Ich mache Geschäfte, die ihr nicht einmal erahnen könnt. Verstehe. Ihr seht ohne Zweifel Gespenster. Ich warte hier auf wichtige Neuigkeiten. Lebt wohl. Na gut, dann haben wir ja soweit alles mit dem bequatscht. Und da hinten ist ein Fährmann. Das brauchen wir aber alles noch gar nicht. Ich würde erstmal hier am Deich weiter rumgucken. Knarzen schon die Holzdielen, auch sehr geil. Packt auch so ein bisschen was zur Atmosphäre wieder bei. Alt wie Sima. Auf der anderen Seite des Ewiges Tores tötet Feuer, die Katriona-Pest jeden Tag Dutzende. Ich fürchte, die Quarantäne ist sinnlos. Okay. Ach, da ist jetzt das erste Kapitel gewesen, oder was? Na gut. Ich glaube, da müssen wir doch mal mit dem Fährmann reden. Wir haben ja jetzt einige Quests hinten im Sumpf. Ich bin mal gespannt, wo der dann ist. Ja, komm, lass mich jetzt mal hier runter. Zum Teufel damit! Wieso denn zum Teufel? So ein bisschen Kohle drin. Ach, da hinten ist jetzt der Fährmann. Ich wollte gerade schon sagen, wo ist denn jetzt der Fährmann hin? Da ist er auf die andere Seite gelaufen, der Hund. Behälter. Schwarzpulver. Wartet. Transportdienstleistungen günstig wie nie. Wohin fahrt ihr? Ich bringe euch von Visima zu den Sümpfen und wieder zurück. Ja, dann, bringt mich auf die andere Seite. Die Zeit steht nicht still. Habt ihr euch entschieden? 5 Orens, so klar. Kann's losgehen? Wie oft wollt ihr noch fragen? Zum Sumpf. Dass der keine Angst hat, da jetzt immer zum Sumpf zu fahren und so. Schon komisch. Wald in den Sümpfen. Naja. Ich bin mal gespannt, was da jetzt noch auf uns wartet. Ich glaube, hier werden wir nicht allzu viel Schlaf kriegen in den Sümpfen. Aber hier sind wieder ganz viele Kräuter. Ein neuer Kunde? Ausdünstungen, ertrunkene und nasse Füße. Mehr finde ich hier wohl nicht. Wer seid ihr? Ein Hexer. Schau an, schau an. Und ich dachte, Leo Bonhard hätte euresgleichen ausgerottet. Nie von ihm gehört. Und das werdet ihr auch nicht mehr. Früher oder später trifft jeder in unserem Metier auf einen, der besser ist als er. Und was wäre das für ein Metier? Kopfgeldjäger. Was führt euch hierher? Ich bin wegen der Anzeige hier. Endlich! Habt ihr die heute? Ich komme wieder, sobald ich die Pelze habe. Ich werde hier sein. Wer war Bonhard?
Der alte Leo war eine Legende. In gewisser Weise war er wie ihr. Er tötete emotionslos. So wie ihr einen lahmen Ertrunkenen töten würdet. Er war der Beste. Groß, schlank und... ein Blick aus diesen leeren Augen konnte einen gestandenen Mann brechen. War er ein Magier? Nein. Er tötete einige Hexer. Solche, die die Bauern gegen sich aufgebracht hatten. Magische Tricks und Hexerreflexe waren nutzlos gegen ihn. Aber er ist tot. Man könnte sagen, er hat seinen Meister gefunden. Ja. Gebt auf euch acht, Hexer. Lebt wohl. So, ein Hexertöter war das. Das ist eine Feuerstelle. Großfäderchen. Und da hinten sind Ertrunkene. Jetzt frage ich mich natürlich, ob wir einfach wild durch die Gegend rennen sollen und Ertrunkene töten sollen, oder? Ach, ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal ein paar Ertrunkene töten und dann gehen wir in die Stadt. Jetzt machen wir hier erstmal ein bisschen Action rein. Komm her. Na komm. So, jetzt stehen wir hier natürlich knöcheltief in dem Modder. Alles andere als schön. Oh, hier scheinen ein paar... ein paar Ertrunkene das Tonlager mal eben aufgeräumt zu haben. Ich glaube... schnuppernder Hund? Wieso haben wir denn jetzt hier so einen schnuppernden Hund hinter uns? Ein grüner Ertrunkener. Komm her! Ey, du blöder Spast. Huch, ich kann ja nicht springen. Total vergessen. Was kommt davon, wenn man so viele Spiele spielt, wo man mit der Leertaste mal springt? Und von hinten, du blöder Sack. Mein Gott, wie viele sind denn hier von den Viechern? Ja, kommt alle her. Jeder kommt mal dran. Geben denn einzelne Kills eigentlich auch Erfahrungspunkte? Ja, ich denke mal, das haben wir gut aufgeräumt. Jetzt müssen wir nur noch die Überreste plündern. Aha, die Sachen verschwinden wohl auch. Diese rostigen Löcher müssen Lehmgruben sein. Warum läufst du uns hinterher? Lehmlöcher, okay. Was quietscht da jetzt noch durch die Gegend rum? Ein Vogel, oder was? Ah. Springen wäre eine sehr gute Eigenschaft in diesem Spiel, würde ich mal sagen. Was ist das denn hier? Obwohl Ungeheuer das Fleisch dieses Leichnams zerfetzt haben, ist klar, dass die tödlichen Wunden durch ein Schwert verursacht wurden. Und ein scharfes noch dazu. Salamanderabzeichen. Ja, war ja klar, dass die Penner hier auch wieder sein werden. Was ist das denn? Vodjanoi-Altar. Ein Lager? Hier kann ich Sachen lagern. Okay. Könnte ich denn hier reinlagern? Ich vergesse das doch dann hier wieder. Ich erstmal was reingelagert habe, oder? Hätten sie noch Überreste? Hab ich wohl vergessen mitzunehmen.
Na gut, machen wir mal die Karte auf und gucken uns das Ganze nochmal hier an. Kann ich ja auch irgendwie zoomen oder so? Was ist das denn? Tongruben. Ja, ich weiß. Tongruben. Haha, hier sind Tongruben. Ich hab's verstanden. Aber was will ich hier? Ist ja schön, dass hier die Tongruben sind. Ich hab's ja jetzt auch freigekämpft. Tja. Gehen wir dann doch erstmal in die Stadt, wa? Moment, da ist aber noch irgendwas aufgemalt. Hier ist noch irgendein roter Punkt. Ah, okay. Ich habe den Punkt aus Versehen nicht dahingesetzt. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier hinten rüber. Vielleicht mussten wir die Tongrube eigentlich für eine Quest auch befreien. Wir verhungern, wenn wir nicht arbeiten können. Wie können wir die Ungeheuer loswerden? Nur der Glaube kann uns retten. Ja, nee, ich habe sie doch jetzt alle kaputt gemacht. Sieht ja ein Dorf von Ziegelbrennern aus. Ja, und wo ist jetzt hier? Es sind immer mehr Elfen in der Gegend. Ich fürchte es, wenn ihr hier sesshaft würdet. Wir könnten einen Krieger zu unserem Schutz gebrauchen. Ja, wir müssen mal irgendwie jetzt jemanden finden, der uns sagt, ey, kannst du uns nicht helfen, da hinten die Kacke da kaputt zu machen? Dann würde ich sagen, ey, habe ich schon längst gemacht, mein Freund. Aber irgendwie... Ja, da war schon mal keiner drin, aber hier stand auch irgendwas von Blablabla-Haus. War das das hier? Hütte? Auch alles nur Ziegelbrenner. Können wir wieder ein Büchlein lesen. Aber hier ist auch wieder... Ah, da ist noch eine Truhe. Hey, eine rote Rose. Die nehmen wir mit. Können wir gleich mal zu einer Hure gehen. So. Aber wo... Vielleicht müssen wir mit dem Großväterchen hier reden. Hallo, mein Junge. Ich bin nicht euer Junge. Großväterchen, ihr habt meinen Namen erraten. Hier nennen mich alle Großväterchen. Mir gibt man alle möglichen Namen. Meistens Geralt oder krätzige Missgeburt. Die Leute übertreiben. So hässlich seid ihr auch nicht. Nichts für ungut. Schon gut. Zweifellos bekomme ich noch mehr Krätze, wenn ich wieder durch diesen verdammten Sumpf stapfe. Ja? Ich suche Arbeit. Schwerter. Ich glaube, ich weiß, welche Art von Arbeit ihr sucht. Vielleicht könnt ihr mich zur Kapelle begleiten. Ich bin alt und kann Ungeheuer nicht mehr so gut mit meinem Stab abwehren. Ich dachte an sich mehr an bezahlte Arbeit. Aber egal. Ich bringe euch hin. Na klar, einem alten Großväterchen helfen. Über Fleisch. Nicht so hastig, Jungchen. Ich bin alt und nicht mehr so beherzt wie ihr. Ja, dann geh doch auch. Ich hab doch jetzt hier die Quest, oder nicht? Wo ist der denn jetzt hier? Wie hieß denn die Quest jetzt noch? Großfertigchen zum Mittel. Melitele-Schrein begleiten, okay. Wo ist der? Da. Läuft der mir jetzt hinterher? Ah, der läuft mir hinterher. Dann gehen wir doch da einfach mal lang. Ich hab schon wieder Hunger. Ach ja, Mensch, so schlimm ist das nur auch wieder nicht. Ein bisschen hungern hilft einem auch manchmal bei der Figur. Was denn jetzt? Tongruben, da arbeiten diese Irren. Die sahen ganz normal aus. Ziegelbrenner tun Fremden gegenüber immer so, als wären sie normal, verbergen ihren Glauben. Wisst ihr, dass diese Schwachköpfe Fischmenschen anbeten? Menschen glauben die seltsamsten Dinge. Aber schleimige Reptilien mit Glubschaugen anbeten? Diese Wodianoi können nicht mal sprechen. Man muss mit Hilfe von Objekten kommunizieren.
Geht es etwas ausführlicher? Menschen hinterlassen auf speziellen Altären Objekte. Jedes Objekt hat eine symbolische Bedeutung und wird sinngemäß interpretiert. Die Wodianoi antworten auf dieselbe Weise. Was für Objekte? Weiß nicht. Ist mir auch egal. Da müsst ihr schon mit einem Gläubigen reden. Aber Ziegelbrenner geben sich bei potenziellen Gotteslästerern eher zugeknöpft. Na gut, dann wollen wir mal weiter. In den Sumpf. Können wir denn jetzt hier... Ach, da ist es ja. Ja, da können wir einfach hier den Weg lang gehen. Das ist ja relativ einfach zu finden. Genug. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ey. Ich glaube, wir sterben gerade. Und ich habe, glaube ich, nicht mehr zwischengespeichert, ne? Was zur Hölle war denn das jetzt für ein Teil, ey?